Bis zur Mitte des Jahres 2022 sind die Preise für Wohnimmobilien kräftig angestiegen. Erst in der zweiten Jahreshälfte gab es Preisrückgänge. Das schreiben die Fachleute der Deutschen Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht. Gründe für das Ende der Preissteigerung waren die hohe Inflation und die gestiegenen Finanzierungskosten. Das hat das Kaufinteresse gedämpft. In Deutschland insgesamt stiegen die Preise für Wohnimmobilien 2022 laut Angaben des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken um 9%. Laut Berechnungen der Bundesbank erhöhten sich die Immobilienpreise für 127 deutsche Städte im Schnitt um 6%. Der Preisanstieg war dabei niedriger als im Vorjahr. Mieten bei Neuabschluss verteuerten sich im Mittel des Jahres. Anders als bei den Preisen war der Anstieg stärker. Nach wie vor waren 2022 Wohnimmobilien an vielen Orten überbewertet. Die Fachleute der Bundesbank schätzen, dass die Immobilienpreise in den Städten 25 bis 40% über dem eigentlichen Wert der Immobilie lagen.